Wir haben ihn. Einen der besten Drechsler in Deutschland. Marcel Bliefernich ist 21 Jahre jung und er arbeitet bei der Firma Ulbricht in Lauingen und er stellt hauptsächlich Räuchermännchen und Nussknacker her. Aktuell vor allem die Hüte der Nussknacker und das als einer der besten. Aber Marcel, sag mal, wie kommst du eigentlich dazu, Drechsler zu werden? Das ist ja schon ungewöhnlich. Das war ziemlich, ziemlich spontan. Ich wusste vorher gar nicht, was das ist, weil ich komme ja aus dem Norden. Da gibt es das nicht so. Das ist mehr hier unten, also im Süden vertreten. Und ich kannte das nicht. Und da hat ein Freund zu mir gesagt, ey, probier mal Drechsler aus. Habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Habe ich im Praktikum gemacht und dann habe ich meine Ausbildung angefangen. Ja, und es macht dir scheinbar auch Spaß, an der Drehmaschine zu arbeiten. Was hast du denn für diesen Wettbewerb für den Besten in Deutschland eigentlich gedrechselt? Ich habe einen Automechaniker gemacht, also einen Nussknacker-Automechaniker mit einem Autoreifen und einem Luftkompressor. Oh, richtig cool. Und weil du jetzt sagst, das kennt man im Norden nicht so, wie viele Drechsler gibt es denn so in etwa? Wir sind gerade mal in ganz Deutschland 7 Schüler. Also wenn Wahnsinn. Ich jetzt halt von Ausgelernten ausgehe, sind es schon mehr, aber jetzt gerade nur Schüler 7 Stück. Für so einen schönen Beruf ist es sehr wenig. Ja, schon schwierig. Ich meine, so eine Drehmaschine ist ja auch teuer, aber man steht den ganzen Tag da und macht vieles, was heutzutage maschinell gefertigt wird, einfach mit der Hand und in anderer Qualität. In deiner Freizeit bist du da dann auch am Drechseln oder wie ist das? Also ich muss jetzt leider sagen, in meiner Freizeit habe ich nicht viel gedreht, eigentlich sogar gar nichts, weil ich besitze keine Drehbank. Hm? Ich würde gerne, aber ist ein wenig kostspielig, das ist das Problem. Komm, aber dann als Weihnachtsgeschenk. Hä? Danke dir, Marcel, mach's gut. Ja, das wäre nicht schlecht. Siehst du? Tag noch, tschüss. Tschüss. Also einer der besten Drechsler hier aus Lauingen bei der Firma Ulbricht, ein Handwerk, das langsam leider verloren geht. Aber dank Leuten wie Marcel bleibt die Kunst erhalten und es gibt immer noch die weltberühmten handgemachten Nussknacker, sogar aus Nordschwaben. Super Sache.